Entspannung ist angesagt hier in Kingdoms of Amalur Reckoning, denn wir sind wieder zurück in den Gärten von Ysa und hier bin ich ein bisschen rumgelaufen auf der Karte, die man hier sieht. Weltkarte Ysa und hier ist irgend so ein Bereich halt gerade und weil ich hier schon wieder Ausrufezeichen sehe und weil das schon wieder so interessant aussieht, würde ich doch mal meinen, hier während er hier im Hintergrund nebenbei rummagickt, ja. Ich grüße dass wir mal euch. Mit der Dozentin Augra Tenet reden und mal fragen, was denn so ihr Problem ist. Willkommen im Kapitelhaus der Scholia Arcana in Ysa. Wie kann ich euch dienen? Wer bist du denn überhaupt? Als Dozent der Scholia Arcana bin ich für alle Aufgaben zuständig, welche für die tägliche Verwaltung der Angelegenheiten des Ordens in Ysa erforderlich sind. Mhm. Was ist die Scholia Arcana? Wir sind ein Orden von Zauberern, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Wissen um alles Mystische und Arkane zu mehren. Das Herz unserer Macht liegt in Rathir. Doch wir betreiben hier in Ysa eine Botschaft, um ein gutes Verhältnis zu den Feinden zu pflegen. Weiß ich nicht. Will ich beitreten? Ich meine, das finde ich schon mal gut, aber kann ich noch mehr hören? Wir sind ein Kollektiv von Magiern und Gelehrten, welche die arkanen Phänomene dieser Feinlande und darüber hinaus enträtseln möchten. Das Kapitel Ysa ist nur eine kleine Zweigstelle unseres großen Kapitels in Rathir in den Eratel-Ebenen. Wir konzentrieren uns mehr darauf, die Magie der Fein und der Dalentat zu erforschen, als auf die bloße Lehre. Ach so, ich lasse das mal... mit dem Beitreten, weil das ist bestimmt genau sowas wie mit in den Kriegsdingens eintreten, wo wir damals, ich weiß nicht wo, in der Stadt die ganze Zeit waren und wo doch der eine Typ meinte, dass wir da auch beitreten können. Und die Frage ist nur, wenn ich hier jetzt beitrete, kann ich dann woanders nicht mehr beitreten? Das weiß ich halt jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Hier ist aber noch jemand, der irgendwas will. Deswegen laufen wir da mal schnell hin und dann suchen wir uns irgendwas Nettes als Nebenquest aus. Adept Jorum Quintis. Verdammt ruhig, verdammte Narren. Ah, verzeiht, meine Liebe, ich habe euch nicht gesehen. Ich fürchte, ich bin ein wenig besorgt. Warum denn? Was ist denn passiert? Vor einigen Nächten wurde ich das Opfer eines versuchten Diebstahls. Jemand wollte eine meiner Gemmen aus einer von mir selbst mit einem Schutzzauber versehenen Truhe entwenden. In jener Nacht sind drei Initianten aus dem Kapitel geflohen. Cassera, Alorin und Bertan. Ich vermute, dass sie etwas mit der Sache zu tun haben. Sie können nur in den Siede gelaufen sein. Würdet ihr sie suchen? Ja, klar. Was ist doch gleich geschehen? Jemand hat versucht, mir eine wertvolle Gemme zu stehlen. Und am selben Abend sind drei unserer Initianten verschwunden. Cassera, Alorin und Bertan. Ja, okay. Sie haben ja irgendetwas mit dem... Danke. Findet heraus, was passiert ist. Und meine Dankbarkeit ist euch gewiss. Aber, warte mal, bei dem können wir sogar einkaufen. Können wir. Wie läuft die Suche? Einkaufen. Sämtlichen Plunder verkaufen. Das ist ja toll. So, und dann können wir hier bei ihm auch tolle Gemmen kaufen. Das ist ja gut zu wissen. Und hier haben wir auch ein paar Schnieke-Ringe. Ist da irgendwas bei? Oh ja. Oh ja, der ist zum Beispiel besser als das, was wir jetzt tragen. Wollen wir mal ein bisschen Kohle hier ausgeben? Oder hier 45 Mana ist auch nicht schlecht, du. Ja, an dem hier hätte ich ja schon Interesse, aber dann ist ja meine ganze Kohle weg. Ich behalte mir das mal vor. Lasst von euch hören. Genau, ich merke mir das mal. So schnell wird sich dann Ring ja sicherlich auch nicht verkaufen. So, dann gehen wir mal raus hier. Es gibt hier überall in den Gärten von Ja, rausgehen. Gibt hier überall so kleine Zweigstellen, die man schnell auch übersieht. Deswegen mache ich mir schon langsam immer rote Kreuze hier hin. Jetzt können wir uns aber mal überlegen, was wir für einen Quest machen wollen. Da können wir uns jetzt lustig was aussuchen. Ich nehme mal einfach irgendwas. Hier, dieses mit dem Dieb wäre doch zum Beispiel nicht schlecht. Den wollen wir doch auch mal finden. Und dafür gehe ich jetzt mal auf die Karte. Das ist doch der... Ach, geht das nicht? Doch, das geht. Der, muss ich gleich nochmal den Quest lesen. Ist das der Räuber, der Typ, der so geblutet hat vor kurzem? Ist es der?
Ein Dieb hat ein seltenes Amulett gestohlen und flieht nach Norden Richtung Wiege des Sommers. Ich muss ihn abfangen, bevor er durch die Berge kommt. Ja, okay. Dann suchen wir den mal. Das kann ja nicht schaden. Och, Leute, nee. Wisst ihr was? Ich laufe da jetzt einfach. Ich laufe weg hier. Ach, das geht gar nicht? Ja, okay. Wo seid ihr denn? Warum hast du so komische Waffen irgendwie? Sind die... Doch, die sind doch in Ordnung. Warum funktionieren die gerade so schlecht? Wunderbar. So, dann gehen wir doch jetzt mal dahin. Vielleicht geht's da rein, aber vielleicht auch nicht. Nee, der hängt hier rum, hier der Typ. Endlich. Ja, Geldfahr. Du, was hast du nur angestellt? Den Göttern sei Dank, endlich kommt jemand. Ja, ich bin der Schurke, den ihr sucht. Und ja, ich habe meinen Partner niedergestochen. Macht mit mir, was ihr wollt, aber bitte, bitte nehmt das Amulett. Es gehört euch. Was ist denn so mit dem Fluch des Amuletts? Er ist schrecklich. Feuer, Eis, Blitz. Ihr werdet sehen. Ich sage euch warum. Dieses Feienamulett gehörte Amann dem Gerissenen und es ist verflucht. Ich hielt es wie die meisten für eine Legende, aber inzwischen weiß ich es besser. Der Fluch ist real. Meine Narben sind der beste Beweis. Ihr müsst versuchen, es loszuwerden. Oder ihr reist zu Amanns Höhle, um den Fluch zu brechen. Deshalb bin ich jedenfalls hier. Bitte, nehmt das Amulett. Ich bin zu schwach. Ich kann mich seinem Einfluss nicht entziehen. Wenn ich es noch länger behalte, sterbe ich. Wer ist Amann, der Gerissene? Vielleicht der heimtückischste und verspielteste Feienmagier, der je die grünen Lande des Sommerhofes betreten hat. Spuren seiner Zauberei finden sich überall in den Feienlanden. Amanns Sylhöhle ist nicht weit weg. Sie ist hier in der Wiege des Sommers. Dorthin muss ich nun, um mein Seelenheil zu finden. Was ist das Amulett? Der Legende nach hat es Amann erschaffen, indem er Blitz, Feuer und Eis kombinierte. Mit einem arkanen Zauber, den er aus der Scholia Arcana gestohlen hatte. Ich weiß nur, was ich gesehen habe. Sobald das Amulett in eurem Besitz ist, wird es euch peinigen. Nur die Stärksten ertragen seine Bestrafung. Jemand wie ihr. Natürlich will ich das Amulett nicht, aber ich nehme das mal, damit wir irgendwie dem Ganzen ein Ende setzen können. Na, so eine Erleichterung. Ihr habt ja keine Ahnung, wie lange ich versucht habe, das verdammte Ding loszuwerden. Um seinen Fluch zu brechen, müsst ihr das Amulett in Amanns Sylhöhle reinigen. Amann will, dass ihr sein Reich betretet und dessen zahllosen Gefahren trotzt. Falls euch das gelingt, dürft ihr das Amulett behalten. Wenn ihr mich fragt, ist das ein hoher Preis für ein billiges Schmuckstück. Ja. Ja, seid ihr Geldfahr? Ja, und ich bin ein Dieb. Ich war nie vom Glück verfolgt, aber dass ich mir nehme, was anderen gehört, macht mich nicht zu einem schlechten, sondern nur zu einem schwachen Mann. Ja, ja, brüste dich mal mit deiner Schuld. Sylhöhle. Es heißt, sie sei alt, so alt wie die Wiege des Sommers selbst. Amann, der Gerissene, nennt sie sein Zuhause, auch wenn ihn offenbar schon seit Jahrhunderten niemand mehr gesehen hat. Okay. Viel Glück. Wir gehen dann mal los und reinigen das Amulett. Das wird bestimmt super. Jetzt habe ich auch 1000 Flüche am Hals, war ja klar. Das wäre so, als hätte ich jetzt 4 Truhen versucht zu bannen. ist die denn so weit weg hier, die Höhle? Oder warum muss ich so weit reisen? Ach, guck mal hier. Da ist die. Ach nee, warte mal. Hier ist das Gebirge. Das ist schlecht. Dann gehen wir mal lieber da lang. Ich glaube, da sind wir einen Tacken schneller von hier. So, laufen wir mal hier lang. Oh, sie kämpft voll langsam, ja. Sie ist sehr, sehr langsam geworden. Durch die Flüche, glaube ich. Also ich kann ganz schlecht mit ihr kämpfen jetzt. Natürlich scheiße. Ich hoffe, dass ich dann auch irgendwelche schwierigen Kämpfe in dieser Höhle schaffe, die da auf mich zukommen sollten. Und anscheinend waren wir hier auch noch nicht. Wo muss ich denn dann lang? Muss ich nach oben oder nach unten? Oder... Das ist natürlich blöd.
Okay. Okay, supi. Besatzlederrüstung, warum auch immer ein Wolf eine Rüstung mit sich rumschleppt. Na gut. Das mit den Flüchen ist echt schwierig jetzt gerade. Aber na gut, wir haben uns jetzt darauf eingelassen, den Quest zu lösen, also machen wir das. Oh, nee. Kriege ich hier immer Abzug für jeden, auch nicht. Kriege ich immer, also es ist, als ob ich hier irgendwie angegriffen, mich angreife, wenn ich angreife oder so. Süß. So, dann wollen wir da mal rein. Wollen wir uns den Laden mal angucken hier. Und damit haben wir dann auch schon wieder einen Nebenquest gelöst, wenn ich das noch in diesem Part schaffen sollte. Können wir hier das aufmachen? Komme ich hier durch? Oder noch nicht? Muss ich jetzt hier erstmal kämpfen? Oh. Okay, bin ich ja mal gespannt, was hier auf uns zukommt. Bei den Wölfen, da fällt mir ein... Warte mal, wir haben hier so einen... Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Bei Gegenstände, glaube ich. Auge von Ammann, genau. Da gibt es immer sowas, was man werfen kann. So ein Ding halt. Und das soll ablenken oder so. Ach, das ist wahrscheinlich bei den Tränken. Weil ich damit halt kenne. Dieses Schattenprisma. Genau das da. Wie benutze ich das denn? Wie kann ich das denn jetzt benutzen? Ach so, das Ding ist jetzt hier. Alles klar. Wölfe putt. Okay, muss ich mir merken, dass ich dieses Schattenprisma funktioniert halt genau da an der Stelle, wo ich dann stehe. Das wusste ich ja nicht. Ich laufe mal hier weiter geradeaus. In der Hoffnung, dass ich dann später irgendwie eine Runde mache und da wieder an den gelben Kreisel zurückkomme. Was ist denn hier jetzt überhaupt? Ich wage es mal wieder hier mit ranschleichen und habe hier auch ganz tolle Dinger noch. Dolche, prinzipiell. Ich versuch's mal. Komm schon. Ja. Hat mal wieder super geklappt. Genau, kannst mal deine Waffen bitte wechseln. Wäre schön. Ich nehme jetzt mal meine Chakram. Oh Mann, oh, ich hasse das. Ich hasse es. Ich hasse Wölfe. Sind genauso ätzend wie Borgras. Ja, komm, den letzten schaffst du auch noch. Scheiß Viecher, echt. Die gehen mir so auf die Nerven. So, wo muss ich lang? Hier oben lang? Ich weiß nicht, was er gerade geschwurbelt hat. Hier laufe ich jetzt mal genau. Oh.
Schön, dass ich was sehe. Wird das hier nochmal was? Ich bin mega langsam und schlecht wegen den Flüchen. Nur, dass ihr es wisst. Also sie ist wirklich viel, viel schlechter. So wie wenn... Ich kann das nicht beschreiben. Man merkt es halt auch, wenn man sie spielt, dass das so... Es läuft alles langsamer und sie kommt einfach nicht voran und weiß ich nicht. Je mehr sie irgendwie angreifen will, desto schlechter läuft's. Oh. Hast du dir so gedacht, ne? Mich hier. Bisschen rumgetrickst mit, nein, ich will euer blödes Pulver nicht. Nein. Ja. Ja. Das klingt schon mal besser. Gold ist auch immer okay. So. Ich wollte, glaube ich, hier lang gehen. Und ich verbrauche ganz schön viele Tränke, merke ich gerade. So, hier darfst du runter. Hier werde ich bestimmt auch gleich angegriffen. Das kennt man ja schon. Wo sind die nächsten Blödis? Ach, hier ist ein Haufen. So, wollen wir mal ganz lang. Ah, hat mich schon gemerkt. Ein Boggart. Ach, wie schön. Ja, ich meine ein Borker. Ist auch dabei. Hätte ich mir mal meine Kraft. Ja, ist richtig schnell. Ich kann nicht ausweichen hier. Sie ist so langsam. Ich nehme jetzt mal meine anderen Waffen hier. Oh, robuste Dinger. Wie gut sind die denn? 36... 26. Wir probieren die direkt mal aus. Nein. Jawohl. Auch ohne Special Power. Was hat er bei sich? Tolle Sachen nehme ich mit. Sumpfborker, Borkas, ey. Wölfe und Borkas. Das ist ja wohl der letzte Scheiß hier. Was haben wir hier noch drin? Nein, nein. Ach komm, noch ein Jahr. Wird ja eh wieder nichts. Ah. Ich nehme gerne noch einen Fluch. Genau, und Heiltränke ist ja kein Problem bei mir hier. Ja, schön. Toll. Ach ja, herrlich hier. Wieder super hier der Part.
12 Bababa Schaden, 19 Rüstung, klingt gut, kann aber weg. Dann habe ich auch gleich was für einen Plunder. So. Nimmst du das bitte mal mit und dann können wir hier irgendwie unser Ding hoffentlich reinigen. Bitte doch. Feinertal, hast du das Auge von Aman auf den Altar leg... Alter. Auf den Altar, ich leg mein Ding auf Altar. Auf den Altar legst, wird sein Schimmer heller und ellisch dann. Dieser Altar scheint keine Funktion zu haben. Nutzen, bitte. Wieso kannst du das nicht nutzen? Weil ich das schon gereinigt habe jetzt? Ja, ich habe es schon gereinigt, also hat sie das wieder genommen. Ich dachte, ich muss es jetzt da drinne behalten. Damit das für immer gereinigt wird. Ach, und ich darf jetzt hier raus. Sehr schön, sehr schön. Ja, entwurzel dich. So, ich habe das gereinigt. Und die anderen Flüche sind noch auf mir. Schön. Toll. Habe ich damit den Quest gelöst? Ach, den hatten wir noch nicht. Hier beginnt der Sommer, o Sterbliche. Und wenn der letzte Winter seinen kalten Odem auf den Steinen eurer Väter und Mütter hinterlässt, werdet ihr das Ende der Tage erleben. Und es wird hier geschehen, wo es begann. Ein friedlicher Tod in der Wiege. Ja. Dann wollen wir mal zurücklaufen. Jetzt ist sie auch wieder schneller. Ja, viel besser. Viel, viel besser. Also sie kämpft jetzt wieder viel schneller. Ja, ist so. Ob du es mir glaubst oder irgendwas stimmt nicht. Du hörst ein seltsames Geräusch und spürst, wie sich ein Kribbeln durch deinen gesamten Körper zieht. Hier ist Magie am Werk. Oh nein. Was heißt das? Oh nein. Was ist denn nun los? Hä? Reden mit Terenia. Ihr habt nicht die geringste Ahnung, was ihr angerichtet habt, richtig? Sterbliche, immer wollen sie etwas stehlen. Wegen euch ist die Barriere durchbrochen und die Magie wird schwächer. Wenn wir nicht rasch handeln, ist die Wiege des Sommers verloren. Was ist passiert? Die Wiege des Sommers ist ein gesegneter Ort und wir müssen sie vor jenen schützen, die sich ihre Macht aneignen wollen. Meine Barriere hat viele Zyklen lang ihren Zweck erfüllt, aber die Magie an sich ist allerorten schwächer geworden. Eure Störung der Wissenssteine hat die Barriere zerstört. Ihr seid schuld. Warum? Wieso Wissenssteine? Also hat das jetzt nichts mit dem Amulett anscheinend zu tun, sondern weil ich sie immer erwecke oder was? Ja, piep. Warum? Was muss ich denn tun? Alle Macht dieser Welt entspringt der Wildnis von Eshara und es gibt Orte, an denen sie uns direkt berührt. Unsere Macht rührt aus dieser einzelnen Quelle. Sie schwebt in der Luft um uns herum und sinkt zur Oberfläche herab. Wir beschützen die Wege mit einer magischen Barriere. Aber da ihr die Wissenssteine befleckt habt, muss ich nun meine eigene Macht opfern, um das Verlorene zu ersetzen. Okay, das ist natürlich nicht so toll. Ich helfe euch mit der Barriere. Dann kommt. Ich werde die Barriere am Brunnen wieder aufbauen. Aber ihr müsst mich beschützen. Die wilden Feinde werden bald hier sein. Das ist die Gelegenheit, auf die sie gewartet haben. Lebt wohl. Okay, alles klar. Gut, Barriere. Dann beschütze ich sie mal, ne? Das kriegen wir auch noch hin. Nicht stark. Hey. Geht doch. Da ist aber immer noch eine. Geht doch.
So, ich habe dich beschützt. Und jetzt kann sich da wieder hinsetzen und bekomme noch mehr. Ich weiß nicht warum, aber ich finde meine Waffen heute irgendwie so schlecht. Ich nehme jetzt nochmal die. Mal weg hier. Greifen sie voll an. Hallo, nimm was. So, es kommen schon wieder mehr Gegner. Ich muss leider einen Cut machen. Das wird zu lang. Bis dann!